Hallo und herzlich willkommen. Mit diesem Video möchten wir Ihnen das Projekt Niemanden zurücklassen im Bereich Lesen macht stark Grundschule vorstellen. Der Start des Projektes erfolgte im Schuljahr 2014-15 an 100 Schulen in Schleswig-Holstein und ist in Kooperation mit dem Mercator-Institut und dem Leibniz-Institut entstanden. Lesen macht stark besteht aus insgesamt 4 voneinander unabhängigen Bausteinen. Der Jahrgang 1-2 sowie der Jahrgang 3-4 sind als Diagnostik- und Fördermaterial im Einsatz und beinhalten sowohl ein Schüler- als auch ein Lehrerheft vom Cornelsen Verlag. Zusätzlich zu den Materialien gibt es das Programm Lesen macht stark Training als ergänzendes Trainingsprogramm im Bereich Lesen. Dieses gibt es als Print- und als App-Version. Doch welche Ziele sollen mit Lesen macht stark überhaupt erreicht werden? Lesen macht stark 1-2 ist ein prozessbegleitendes Konzept für den Anfangsunterricht, um einen erfolgreichen Schriftspracherwerb aller Kinder zu ermöglichen. Im Mittelpunkt steht das frühzeitige Erkennen von Schwierigkeiten und die gezielte Ableitung passgenauer Unterstützungsmöglichkeiten. Eine sprachwissenschaftlich und didaktisch fundierte Sprach- und Leseförderung mit darauf abgestimmter Diagnostik ist der wesentliche Bestandteil. Der Jahrgang 3-4 ist ebenfalls ein prozessbegleitendes Konzept, bei dem es um aufbauende schriftsprachliche Kompetenzen geht, um einen Übergang vom basalen Schriftspracherwerb zu komplexeren schriftsprachlichen Handlungsprozessen zu ermöglichen. Um die Diagnostik für die Schülerinnen und Schüler attraktiver zu gestalten, ist das gesamte Projekt in eine motivierende Rahmenhandlung eingebettet. Dabei ist die Hauptfigur ein Zauberer namens Milo, der gemeinsam mit seiner Freundin, der Maus Rosi, verschiedene Aufgaben bewältigen muss. Lesen macht stark unterscheidet sich durch 5 verschiedene Kriterien von anderen Materialien. Das Material ist unabhängig. Das bedeutet, unabhängig von Wertevorstellungen, Lehrwerken und Fachcurricula und dementsprechend sofort für jeden einsetzbar. Das Arbeiten ist ökonomisch durch präzise Instruktion und genaue Zeitvorgaben. Die passgenaue Diagnostik erfolgt durch die Durchführung von Klassen- und Einzelaufgaben, sogenannten Meilensteinen, über die 4 Grundschuljahre hinweg und ermöglicht einen guten Überblick über fast alle Kompetenzbereiche. Exemplarisch sehen Sie hier eine Übersicht der Meilensteine 8 und 9 mit den dazugehörigen Durchführungszeiträumen. Selbstverständlich ist das gesamte Material auch wissenschaftlich fundiert und evaluiert. Lesen macht stark ist außerdem prozessorientiert. Es gibt eine kompakte Zusammenschau aller Aufgaben und Ergebnisse über einen Zeitraum von 2 bzw. 4 Jahren. Denn Lesen und Schreiben ist kein linearer, sondern ein dynamischer Prozess. Dadurch ist auch die lückenlose Dokumentation der Entwicklungsverläufe gewährleistet und somit ist das Material perfekt nutzbar für Fach-, Eltern- und Zeugnisgespräche. Stellen Sie sich Lesen macht stark als den roten, knackigen Apfel zwischen all den Grünen vor. Die meisten Lehrwerke des Deutschunterrichts haben nämlich eins gemein. Der Anteil der Kinder, die unzureichende Sprach- und Lesekompetenzen am Ende des 4. Schuljahres haben, ist bei fast allen identisch und viel zu hoch. Doch wie könnte das geändert werden? Was macht den knackigen, einzigartigen roten Apfel aus? Richtig, eine sprachwissenschaftlich und didaktisch fundierte, kontinuierliche Sprach- und Leseförderung mit darauf abgestimmter Diagnostik. Und wie funktioniert das Ganze nun in der Praxis? In regelmäßigen, festgelegten Zeitabständen absolvieren die Schüler und Schülerinnen Aufgaben, die sowohl als Screening für die gesamte Lerngruppe als auch als individuellen, vertieften diagnostischen Blick genutzt werden können. Die gesamte Klasse schreibt in diesen vorherbestimmten Zeitabständen im Schuljahr einen Meilenstein, der aus verschiedenen Klassenaufgaben besteht. Mithilfe dessen werden unterschiedliche Kompetenzbereiche diagnostiziert. Der Lehrer erhält dadurch in kurzer Zeit sowohl ein Klassenscreening über den Ist-Stand seiner Lerngruppe als auch einen individuellen, vertieften diagnostischen Blick auf einzelne Kinder. Hier sehen Sie exemplarisch eine Klassenaufgabe aus dem Bereich Richtige Wörter finden, schnelles Lesen zu Beginn des 3. Schuljahres. Die Kinder müssen dabei aus 3 verschiedenen Wörtern das Richtige möglichst schnell auswählen. Daraus ableiten können wir tiefer tauchen, um nun weitere differenzierte Einblicke zu erhalten. Es besteht die Möglichkeit,
mit Kleingruppen oder einzelnen Kindern identisch aufgebaute Einzelaufgaben zu lösen und somit möglichen Problemen auf den Grund zu gehen. Daran anschließend findet im Optimalfall eine passgenaue Förderung statt. Förderideen sind selbstverständlich im Lehrerheft enthalten und können für die gesamte Lerngruppe, Kleingruppen oder einzelne Kinder genutzt werden. Eine spezielle, sehr ausgefeilte Förderidee ist Lesen macht stark Training. Es handelt sich hierbei um ein effektives, regelmäßiges, knackiges, kurzes Training, das Schülerinnen und Schüler beim Lesenlernen von Anfang an motiviert und erfolgreich unterstützt. Die Diagnostik findet im Optimalfall durch Lesen macht stark Jahrgang 1-2 statt, mit dem Ziel, Kinder mit erheblichen Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb sofort herauszufiltern und ihnen einen intensiven Booster im Bereich des Lesens zu ermöglichen. Das Training findet 3 bis 4 Mal pro Woche ca. 20 bis 25 Minuten statt. Auch das Training ist in eine motivierende Rahmenhandlung eingebettet. Die zentrale Figur ist der Roboter Bo22, der von seinem Planeten losgeschickt wurde, um den Kindern auf der Erde das Lesenspielen beizubringen. Und nun die Ziele des Lesetrainings in Kürze. Diese und auch viele weitere Informationen zum Umgang mit der Print- und App-Version finden Sie auch im dazugehörigen Leitfaden. Den ersten Punkt habe ich eben bereits erwähnt. Nach der frühzeitigen Erkennung der Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb soll ein basales, gezieltes Training eingeleitet werden, um eine spätere Automatisierung zu erreichen. Der Schriftspracherwerb im Anfangsunterricht ist gelungen, wenn die Erstklässler Silben, Buchstaben und Wörter flüssig, das heißt ohne große Anstrengung, also automatisiert lesen können. Durch häufige Wiederholungen und viele kurze Trainingseinheiten soll dies gefördert werden. Die Print- und App-Version verfolgen die gleichen Ziele und sind ähnlich aufgebaut. Die Print-Version besteht aus einem Lehrer- und Schülerheft sowie einem Schülerdokumentationsheft. Für die App, die BuddyBo heißt, benötigen Sie ein iOS-fähiges Lehrer- sowie Schülertablet. Eine Internetverbindung ist nur beim einmaligen Herunterladen der App, ansonsten aber nicht erforderlich. Hier sehen Sie exemplarische Beispielszenen aus der App. Die Buchstaben L und M sollen im ersten Level gemeinsam mit dem Teampartner automatisiert werden. Detaillierte Informationen zum gesamten Projekt Lesen macht stark entnehmen Sie gerne unserer Homepage unter www.nzl.lernnetz.de. Dort finden Sie auch Informationen zur Materialbestellung. Wir würden uns freuen, Sie demnächst in unseren Fortbildungen begrüßen zu dürfen.